Ich möchte eingangs sagen, dass wir jetzt später mit dieser Pressekonferenz beginnen als geplant. Liegt daran, dass die Gespräche wirklich sehr, sehr gut fundiert und in die Tiefe gehend waren. Und wir das jetzt auch nicht abbrechen wollten, weil einfach alle zu Wort kommen wollten, zu Wort kommen sollten und wir hier sehr viel an Expertise auch bekommen haben. Ich darf vorausschicken, keiner hat gesagt, dass Demokratie einfach ist, aber es ist wert, Demokratie zu leben. Und Demokratie lebt davon, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, eine Meinungsvielfalt gibt, dass man einander zuhört, dass man aufeinander zugeht, auch einen respektvollen Umgang mit diesen Meinungen entsprechend lebt. Das haben wir heute getan. Und Demokratie lebt vor allem auch davon, dass Wissen und Information vorhanden ist, um sich erst einmal eine Meinung zu bilden. Und ich sage das ganz deutlich, eine Meinung haben, dazu stehen, ist sicher ein hoher Wert. Aber eine Meinung auch zu revidieren, ist auch etwas, was von Größe zeigt. Und ich glaube, in diesem Prozess, in dem wir sind, in dieser Pandemie, in der wir stehen, wo wir immer wieder auch darauf angewiesen sind, dass Expertinnen und Experten uns sagen, wie es weitergeht. Ich greife nur die Diskussion auf, beziehungsweise das Wissen um eine neue Variante, wo noch zu wenig bekannt ist, zeigt uns, dass wir ständig auch im Dialog mit den Experten bleiben müssen. Dass wir uns natürlich jetzt auch, wo wir uns heute speziell mit der Impfpflicht beschäftigt haben, darüber unterhalten, was ist denn die Voraussetzung dafür, dass eine Impfpflicht auch gesetzlich, verfassungsrechtlich tatsächlich umgesetzt werden kann und natürlich auch hält. Ich darf noch einmal in aller Deutlichkeit sagen, wir haben uns das nicht gewünscht. Wir wollten keine Impfpflicht. Ich sage es ganz dezidiert. Wir sind aber in einer Situation, die mehr als 20 Monate nach Beginn der Pandemie eine dramatische ist, wenn wir auf die Intensivstationen und die Krankenhäuser schauen. Wir sind in einer Situation, wo wir uns damit befassen müssen. Und ich darf auch ganz deutlich sagen, dass ich wirklich dankbar bin, dass heute die Parteivorsitzende der SPÖ und auch die Parteivorsitzende der NEOS, Pamela Rendi-Wagner und Beate Meindl-Reisinger, bei diesem Gespräch mit den jeweiligen Verfassungssprechern dabei waren. Es waren die Klubobleute der Grünen und der ÖVP, Gust Wöginger und Sigi Maurer dabei. Und es waren wirklich viele Expertinnen und Experten da, auch teilweise zugeschaltet, zwei nämlich virtuell, die die ganze Breite dieser Diskussion abgebildet haben. Und vielleicht aus juristischer Sicht, weil das sicher die Kernfrage ist, um die es geht, das kurz auch möglichst verständlich darzulegen. Eine Impfpflicht kann dann gerechtfertigt sein, wenn das Ziel, nämlich der allgemeine Gesundheitsschutz, erreicht werden kann durch eine Maßnahme, die wirksam ist, und das ist die Impfung. Jetzt brauchen wir die Wissenschaft dafür, um uns zu sagen, wirkt diese Impfung? Das haben wir heute abgefragt. Was braucht es an Voraussetzungen, auch im Detail juristisch, dass sie hält? Weil eins halte ich auch fest, es ist ausjudiziert, auch vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dass eine Impfpflicht zwar ein Eingriff ist in das Menschenrecht, in konkret Artikel 8 der Menschenrechtskonvention, Achtung des Privat- und Familienlebens, aber dieses Grundrecht unter einem Eingriffsvorbehalt steht und man hier eine gesetzliche Impfpflicht aufsetzen kann. Dreh- und Angelpunkt war also ein juristisch-verfassungsrechtlicher Ausgangspunkt, untermauert durch medizinische Expertise, untermauert durch auch sozialpädagogische und Verhaltensexpertise. Was macht denn das dann mit Menschen und wie weit kann man dann wirklich auch diejenigen erreichen, die jetzt noch nicht erreicht werden konnten? Und in diesem Zusammenhang auch ein ganz offenes Wort von meiner Seite. Wir haben heute einen offenen Dialog mit vielen Expertinnen und Experten und auch mit Teilen der Opposition, die konstruktiv über die Impfpflicht sprechen wollten, geführt. Und ich möchte an dieser Stelle schon auch sagen, natürlich ist nicht alles ideal gelaufen in der Vergangenheit. Sonst hätten wir wahrscheinlich mehr Menschen auch schon mit Kampagnen, mit Information, mit Überzeugungsarbeit erreicht und sie dazu gebracht, sich auch diese Impfung abzuholen, die der einzige Exit aus dieser Pandemie ist. Jetzt aber ist weniger die Rückschau notwendig als das nach vorne schauen. Wir müssen schauen, wie wir zukünftig damit umgehen. Und damit sage ich noch einmal, heute impfen, morgen impfen, übermorgen impfen, ist natürlich das, was wir erreichen wollen. Was wir auch heute tun wollen, indem wir Hände reichen, indem wir einen offenen Diskurs führen, indem ich auch ganz speziell an dieser Stelle sagen möchte, ich möchte mich bei denjenigen entschuldigen, die sich bis jetzt nicht angesprochen gefühlt haben, die vielleicht das Gefühl haben, sie werden mit Menschen, die radikale Ansichten haben, die das auch mit antisemitischen Parolen vermischen, die demonstrieren gehen in einer Situation, wo wir ohnehin schon eine angespannte gesundheitliche Situation haben und
da auch noch, und ich sage es noch einmal, antisemitische Codes verwenden. Wenn da jemand sich in ein Eck gedrängt fühlt, dann war das nie gemeint, dann war das nie so gedacht, sondern wir wollen diejenigen ansprechen, die noch Sorge haben, die noch Ängste haben. Und dafür ist es auch notwendig, einen breiten Schulterschulus über die Parteigrenzen hinweg zu fassen. Und ich glaube, wir haben heute einen ersten wesentlichen Schritt dazu gesetzt, wenngleich noch nicht alle Fragen abschließend geklärt werden konnten. Das sind sehr diffizile Fragen und deshalb sage ich auch gleich, wir werden hier weitere Gespräche führen. Vielen Dank auch an den Gesundheitsminister, dass wir das heute in so guter, konstruktiver Art und Weise geführt haben. Wir werden da weiter tun müssen. Ja, vielen Dank. Ich kann bestätigen, es war ein sehr fruchtbringender Austausch mit Medizinerinnen, mit Medizinern, mit Ethikerinnen, mit Verfassungsjuristen, mit Kommunikationsexperten unter Einbindung der Group-Obleiter, aber vor allem auch der Opposition in Form von Frau Parteivorsitzender Rendi Wagner, aber auch der Beate Meinl-Reisinger von den NEOS über 2 Stunden geredet, sehr offen mit den Experten diskutiert. Und es war ein sehr guter Start in diese wichtige Diskussion und einen Start in einen Bewusstwerdungsprozess, was die Impfpflicht bedeutet, wie sie ausgestaltet werden soll. Wir befinden uns in einer sehr schwierigen Phase in Österreich, was die Pandemie betrifft. Wir befinden uns seit einer Woche in einem Lockdown. Wir haben eine neue Virusvariante, die nach Österreich gekommen ist. Wir haben jetzt einen bestätigten Fall, mehrere andere Verdachtsfälle auch in Österreich. Und wir lernen in der Pandemie ständig dazu. Wir lernen, dass die Impfung jedenfalls gut gegen schwere Verläufe schützt. Wir lernen, dass die Impfung sicher ist. Wir wissen das in der Zwischenzeit. Wir haben in Österreich über 11 Millionen Dosen bereits verimpft, weltweit knapp 8 Milliarden. Das heißt, die Corona-Schutzimpfung ist wahrscheinlich das am best untersuchte Medikament, das es jemals gegeben hat. Es ist ein sicherer Impfstoff, er schützt verlässlich vor schweren Verläufen und vor Todesfällen. Und es verringert auch die Impfung die Möglichkeit, dass jemand andere Personen ansteckt, also die Transmission. Die Corona-Schutzimpfung ist unser Ausweg aus der Pandemie und die Corona-Schutzimpfung ist der stabile Faktor in dieser Pandemie. Was wir brauchen, jetzt abseits der persönlichen Sicherheit, ist eine gute Durchimpfungsrate, nämlich auch als Sicherheit für uns alle, für unsere Gemeinschaft. Das ist jetzt kein Gefühl, das ist keine Meinung von mir, sondern das ist x-fach von den renommiertesten Expertinnen und Experten nachgewiesen worden. Die Impfung wirkt, die Impfung ist sicher. Und es zeigen auch Länder mit einer sehr hohen Durchimpfungsrate, dass dort eben die vierte Welle ein wesentlich kleineres Problem ist als jetzt bei uns. Das wollen wir auch in Österreich schaffen. Die genaue Zahl sind 13,7 Millionen Impfdosen, die bislang in Österreich verimpft worden sind. Das ist doch schon sehr erfreulich. Wir impfen jetzt täglich an die 100.000 Menschen. Im 7-Tage-Schnitt sind das 107.000 Dosen, die pro Tag verimpft werden derzeit in Österreich. Sehr positiv. Wir haben damit erreicht, dass jetzt 67% der Gesamtbevölkerung geimpft sind, mehr als 70% der Gesamtbevölkerung zumindest eine Impfung haben und 67% einen ausreichenden Impfschutz haben. Aber aus epidemiologischer Sicht reicht das nicht. Das heißt, wir haben vor 2 Wochen in der Bundesregierung auch gemeinsam mit den Landeshauptleuten, auch gemeinsam mit der größten Oppositionspartei beschlossen, dass es mehr braucht. Es braucht in Österreich die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Diese Entscheidung ist uns allen sicher nicht leicht gefallen. Sie ist mir persönlich ganz sicher nicht leicht gefallen. Aber ich glaube, jetzt gibt es keine andere Möglichkeit. Die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht ist alternativlos und ich bin jetzt froh, dass wir das so entschieden haben. Es ist notwendig, dass wir das Ziel, dass wir keine oder eine kleine 5. und 6. Welle haben, dass wir keine Lockdowns mehr brauchen, näher kommen. Ich bin auch überzeugt, dass viele andere Länder, wie man das zum Teil schon sieht, innerhalb von Europa die gleiche Diskussion führen werden über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Ich habe mit einigen Gesundheitsministern diesbezüglich auch gesprochen und natürlich kochen alle nur mit Wasser und es ist in vielen Ländern bereits
Thema. Österreich geht als eines der ersten Länder hier voran. Es ist eine sehr umfassende Maßnahme. Es ist natürlich ein Eingriff in Freiheitsrechte und Grundrechte. Das bedeutet, dass wir uns entschieden haben, einen sehr breiten Beteiligungsprozess hier in der Gesellschaft zu führen. Wir haben heute begonnen mit den Expertinnen und Experten, auch unter Einbindung der NEOS und der Sozialdemokratie. Es war ein sehr fruchtvoller Austausch. Wir haben über 2 Stunden geredet, wesentliche Punkte angesprochen und diskutiert. Und genauso muss das sein. Wir werden aber auch einen parlamentarischen Prozess natürlich starten. Es wird eine ausreichende Begutachtungsfrist für diese Gesetzgebung geben, um möglichst viele Menschen innerhalb der Zivilgesellschaft einzubinden, nicht nur Expertinnen und Experten und die Opposition. Das war der Auftakt heute. Noch in dieser Woche werden 2 weitere Gesprächsrunden folgen, damit wir verschiedene Aspekte, gesellschaftliche Aspekte der Impfpflicht auch weiter berücksichtigen. Wie geht es danach weiter? Das Gesetz soll in der Woche vom 6. Dezember für zumindest 4 Wochen in Begutachtung gehen. Eine ordentliche Begutachtungsfrist ist mir persönlich besonders wichtig, wie gesagt, zumindest 4 Wochen. Nach Beschluss von National- und Bundesrat wird das Gesetz dann Anfang Februar in Kraft treten. Ich bitte alle Menschen, die noch nicht geimpft sind, bitte warten Sie nicht die Gesetzgebung dieses Gesetzes ab. Bitte gehen Sie gleich impfen. Machen Sie sich einen Termin aus. Das ist unheimlich wichtig. Es zählt jede Impfung, der Schutz, den wir jetzt in der 4. Welle aufbauen müssen, um ihn zu brechen, ist vor allem die Boosterdosis. Das sehen wir aus Zahlen von Israel. Wir haben jetzt täglich 70, 80, teilweise 90.000 Boostershots in Österreich. Das ist erfreulich und diesen Weg müssen wir, glaube ich, zielgerichtet weitergehen. Jede Impfung zählt. Bitte lassen Sie sich so früh wie möglich impfen. Dankeschön. Herzlichen Dank, Herr Westow vom ORF, bitte. Eine Frage an beide. Hat dieser runde Tisch jetzt schon konkrete Ergebnisse gebracht, was die Strafhöhe betrifft? 3.600 Euro sind in der Rede, 7.200, wenn man es wieder nicht macht, also nach mehrmaliger Aufforderung. Und vor allem auch, ab welchem Alter diese Impfung für Kinder verpflichtend wird. Wir haben all diese Dinge natürlich diskutiert. Also gerade die Frage, wann beginnt man mit einer Impfpflicht bei Kindern, ist eine gewesen, die diskutiert worden ist. Da gibt es auch ganz konkrete Aussagen dazu von Verfassungsrechtlern, ohne dass es heute eine Festlegung gab. Es wird auch weitere Runden dazu geben. Ich kann schon so viel sagen, dass wir nicht Volksschulkinder mit einer Impfpflicht versehen werden, dass es hier auch immer wieder eine Altersgrenze von 14 gibt, die genannt wird auch von Verfassungsrechtlern als die einerseits Schwelle zur Strafmündigkeit, aber auch zur mündigen Minderjährigkeit. Das wird etwas sein, was wir noch diskutieren müssen, bevor wir das endgültig festlegen. Auch die Frage, das geht sehr ins Detail natürlich hinein jetzt, aber ist es ein Delikt, das mehrfach bestraft wird, also ein Dauerdelikt, oder ist es eine einmalige Sache? Kann man auch anders als durch Zahlung rauskommen, durch eine Impfung etwa? Sind Dinge, die wir diskutiert haben. Ich kann heute und hier, also wir können das beide nicht und will es auch nicht, eine Festlegung machen, weil das wirklich diffizile Fragestellungen sind und je länger wir darüber gesprochen haben, desto mehr man sich das auch durchdenkt, desto mehr Fragen kommen. Aber wir haben weitere Runden ausgemacht und werden dann selbstverständlich auch eine Festlegung irgendwann machen müssen und dann gibt es ja auch noch einen Begutachtungsprozess, wo wir auch schon angekündigterweise Stellungnahmen bekommen. Herr Neuhold vom Profil und dann Herr Löwenstein von der FAZ. Eine Frage an die Frau Ministerin und eine Frage an den Herrn Minister. Frau Ministerin, Sie haben betont die Wichtigkeit von Meinungsvielfalt, von aufeinander zugehen, Respekt vor anderen Meinungen und den Schulterschluss über die Parteigrenzen hinweg. Warum war FPÖ-Chef Herbert Kickl nicht dabei und sein Verfassungssprecher als einzige im Parlament vertretene Partei? Zweite Frage an den Herrn Minister. Kommt die Impfpflicht am 1. Februar auf jeden Fall, egal wie hoch die Durchimpfungsrate dann ist? Oder gibt es vielleicht ab einer gewissen Schwelle den Punkt, wo Sie sagen, dieses Megaprojekt mit allen seinen Implikationen müssen wir uns nicht antun, weil wir hoch genug liegen? Wenn zweiteres der Fall ist, wo wäre da ungefähr die kritische Schwelle?
darf noch einmal wiederholen, dass wir alle ursprünglich nicht davon ausgegangen sind, dass es notwendig ist, eine Impfpflicht einzuführen. Die Situation, die Rahmenbedingungen führen uns dazu. Dazu haben wir uns als Regierungsparteien committed. Und dazu gab es heute auch in dieser Runde einen Grundkonsens, dass es als Ultima Ratio jetzt auch notwendig ist. Wir haben die Oppositionsparteien an den Tisch gebeten und auch eingeladen, die konstruktiv über diese Impfpflicht mit uns sprechen wollen. Und Herbert Kickl und die FPÖ haben stets klargemacht, dass sie alles daran setzen werden, dass sie gegen die Impfpflicht auftreten. Und deshalb ist auch heute die Runde so zustande gekommen, wie sie zustande gekommen ist, eben mit NEOS und SPÖ, jeweils dem Parteivorsitzenden, mit Expertinnen, um das zu beraten. Ich habe aber schon am Wochenende auch meine Hand insofern ausgestreckt, dass ich gesagt habe, wenn es hier eine Änderung gibt, wenn hier auch andere Teile, vielleicht nicht Herbert Kickl, aber andere aus der FPÖ, konstruktiv über eine Impfpflicht mit uns sprechen wollen, bin ich jederzeit zu Gesprächen bereit. Und ich sage es noch einmal, ich darf das aufgreifen, was der Bundesminister für Gesundheit auch gesagt hat. Wir haben es uns nicht leicht gemacht, diese Impfpflicht hier einzuführen, mit diesem Prozess aufzusetzen. Wir sind in Europa sicher das erste Land, und es war alleine letzte Woche in Brüssel deutlich spürbar, dass die Kollegen großes Interesse haben, wie wir das aufsetzen. Wir sehen einfach die Notwendigkeit und keine andere Chance, aus dieser Pandemie herauszukommen. Und wir wollen, dass im Endeffekt Menschen, die jetzt in ihrer Meinung vielleicht festgefahren sind, dass sie Sorge haben, Ängste haben, noch nicht erreicht worden sind oder sich in ein Eck gestellt fühlen, mit wem auch immer, dass wir die abholen und auf sie zugehen. Das muss und sollte in einer offenen Gesellschaft wie in Österreich einfach möglich sein. Und dazu haben wir, glaube ich, heute einen wichtigen ersten Schritt gesetzt. Die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht ist in der Bundesregierung beschlossen worden, auch mit den Landeshauptleuten besprochen worden, auch unter Einbindung der SPÖ, und auch die NEOS waren heute am Tisch besprochen worden. Das kommt fix ab 1.2. in der Woche. Ab 6. Dezember wird es einen Gesetzesentwurf geben. Es wird eine ordentliche Begutachtungsfrist geben von zumindest 4 Wochen und einen Krafttreten ab 1. Februar. Zur Nichtbeteiligung der FPÖ an dieser Runde. Wir haben eine Partei im Parlament, die sich klar gegen eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen hat und die, was das Thema Impfen betrifft, einen durchaus destruktiven Zugang hat. Das heißt, in dieser Runde ist die FPÖ nicht eingeladen worden. Ich stelle mich gerne dem Gespräch mit dem Herbert Kickl. Es hat ja schon einige Anläufe gegeben. Jetzt war er in Quarantäne. Bin froh, dass er wieder gesund herausgekommen ist. Aber es wird weitere Gesprächsrunden geben. Es wird einen anständigen parlamentarischen Prozess geben. Es wird eine Begutachtung geben. Und ich glaube, die Integration von allen Meinungen ist hier ganz sicher sichergestellt. Bitte. Löwenstein von der FAZ aus Deutschland. Stimmt, auch in Deutschland wird das mit großem Interesse wahrgenommen, dass hier die Pläne für eine Impfpflicht sind. Und es wird natürlich uns besonders interessieren, wie diejenigen, die eigentlich die Impfgegner sind, einbezogen werden oder gewonnen werden. Deswegen frage ich nochmal zu der Natur dieser Runde heute Vormittag, die mir nicht ganz klar ist. War das ein Beratungsgremium? War das ein politisches Abstimmungsgremium? Ist das in irgendwo vorgesehen gesetzlich? Ist das ein Schritt auf dem Weg zum gesetzlichen Verwirklichung oder ist das mehr ein Öffentlichkeitsarbeitsgremium gewesen? Bitte darum Auskunft. Wichtig ist hier mir eine breite politische Basis. Wie erreiche ich die breite politische Basis? Indem ich die konstruktiven Parteien, was eine Impfpflicht betrifft, einlade, gemeinsam mit der Verfassungsministerin, indem ich Experten einlade und indem ich offene Gespräche führe über genau die Fragen, die sich jetzt jeder stellt, ab welchem Alter, welche Strafhöhe und so weiter. Und das ist ein Prozess, den wir diese Woche begonnen haben, gemeinsam begonnen haben in der Bundesregierung mit Experten, mit den Oppositionsparteien. Und es wird im Parlament eine anständige Begutachtungsfrist geben, wo jeder, der das will, es kann ja auch jeder Bürger, jede Bürgerin in Österreich bei der Begutachtung sich zu Wort melden, integriert wird. Das heißt, es war keine Beratungsrunde, sondern es war der Start, um diesen Prozess der Impfpflicht auf möglichst breite politische Basis zu stellen.
Und das Ziel der Runde, vielleicht Herr Löwenstein, wenn ich das auch ganz konkret beantworten kann, dient natürlich beiden. Einerseits der Beratung auch des Gesetzgebers, der Regierung in dem Fall jetzt vorher, dem Gesundheitsminister, der gemeinsam auch mit der Unterstützung des Verfassungsdienstes und meiner Unterstützung ein Gesetz auf den Weg bringen muss, auch will, das natürlich hält, das all die Kriterien auch abdeckt, die wir erfüllen wollen. Es soll effizient sein, auch in der Vollziehung. Und zum anderen, und das sage ich schon auch ganz deutlich, dient es natürlich auch, und das ist Ihre Aufgabe als Medien, auch der Information derer, die da draußen sind und sich noch nicht abgeholt und noch nicht ausreichend informiert fühlen. Und genau deshalb haben wir heute breit eingeladen, ausgehend vom Rechtlichen, von Verfassungsrechtlern, über Mediziner, die uns auch wieder einmal geschildert haben, wie die Situation auf den intensiven medizinischen Stationen dieses Landes ist, wie es im Landes, in den Krankenhäusern aussieht, wer wie schwer getroffen ist, wo auch klar wurde, dass immer wieder natürlich neue Daten dazukommen, aber im Endeffekt auch ganz klar die Aussage war, je mehr Menschen geimpft sind, desto besser kann man einfach auch damit umgehen und dieses Virus ist unter uns und wir sehen es ja auch anhand von Virusvarianten, die immer wieder hier jetzt auftauchen, dass wir einfach mit diesem Virus umgehen müssen und die Impfung hilft uns dabei natürlich ganz eklatant und deshalb auch dieser Schritt mit den Expertinnen zu sprechen. Es war aus meiner Sicht aber auch ganz wichtig, dass wir eine Verhaltensökonomin dabei hatten, einen Sozialpsychologen, der uns auch gesagt hat, was macht denn eine Pflicht mit Menschen und wie kann man Menschen besser auch dazu animieren, tatsächlich diese Impfung in Anspruch zu nehmen. Und deshalb wird es auch hier noch weitere Runden geben. Im Endeffekt glaube ich schon sagen zu können, dass wir viel Bestätigung auch erfahren haben für diesen Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, der Ultima Ratio ist. Es hat sich keiner leicht gemacht und der uns letztlich aus dieser Pandemie herausführen sollte. Und abschließend aus meiner Sicht auch noch einmal vielleicht als Message, auch die man senden muss, der Feind ist nicht der Ungeimpfte, der Feind ist nicht das volle Spital, der Feind ist nicht derjenige, der uns aufzeigt, was hier jetzt passiert, ein Lockdown etc., sondern der Feind ist das Virus. Und wir sind eine Gesellschaft, wir sind ein Österreich, wir können nur gemeinsam aus der Situation hinausgehen. Und als Europaministerin sage ich dazu, das gilt natürlich dann auch für Europa und darüber hinaus. Und diesen Zugang, den wollen wir einfach auch mit dieser Runde zeigen, natürlich auch Medien wirksam zeigen, damit wir Menschen auch ansprechen, die sich dann damit beschäftigen und sie endeffektlich erreichen und heute, morgen und übermorgen die Impfung in Anspruch nehmen, egal ob es die erste, die zweite oder die Boosterimpfung ist. Herzlichen Dank. Ich weiß, es gibt noch sehr, sehr viele Fragen, aber mit Blick auf die Uhr und das Parlament muss ich es leider hier beenden. Es tut mir sehr, sehr leid. Danke trotzdem fürs Kommen.